Hallo zusammen und einen wunderschönen guten Morgen hier in Stardew Valley, in unserer kleinen verschlafenen Stadt. Es ist Donnerstag, der 4. Der 4. Sommer. Und an sich haben wir. Moment, so. Und an sich haben wir den 2. Januar 2020. Wetterbericht. Ganzer Tag klar und sonnig sein. Ich kann die Geister flüstern hören. Fühlen sich heute neutral gesinnt. Und was sagt er vom Leben vom Land? Hier ein kleiner Überblick über die Fische, die du nur im Sommer finden kannst. Goldmakrelen in den Flüssen der Wälder am Tag. Regenbogenforellen in den Flüssen der Wälder und den Bergen am Tag. Kugelfische im Ozean am frühen Nachmittag und Oktopusse im Ozean am Morgen. Schnapp sie dir, solange sie da sind. Catch them all. Pokémon? Oh Mann. Pokémon ist so ein Trauma, das trägt man sein Leben lang mit sich rum. So. Hab schon ewig kein Pokémon mehr gespielt. Das letzte Mal auf dem 3DS, glaube ich. Das letzte Mal auf dem 3DS und das für die Switch wollte ich mal eigentlich kaufen. Au, muss ich wahrscheinlich anders hinsetzen. Aber ich habe es bisher noch nicht geschafft, wenn ich ehrlich bin. Weil ich habe die Switch nie in der Hand. Und ich würde mir gerne mal wieder eins schön mit Karte und so kaufen, so Cartridge. Aber mich stört das Ganze schon ein bisschen, dass wenn halt online was kaufst, dann hast du halt immer nichts in der Hand. Und gerade bei Konsolen hätte ich halt schon gern die Spieleverpackungen und die Cartridges und so. Und Stardew Valley habe ich damals eben nur online gekauft. Gab es halt nur online auf der Switch. Das Problem ist, auf der Switch dauert das immer so lang zum Speichern. Ne? Da dauert so Speichervorgang mal so eine Minute, man hat 30 Minuten, nein 30 Sekunden, boah, das wäre noch schlimm. Also Speichervorgang hier für Stardew Valley mit 30 Minuten, das wäre schon echt heavy. Und das ist das Ganze auf dem Computer natürlich ein bisschen performanter und ein bisschen flotter, sage ich jetzt mal. Ein bisschen fixer. Ja. So, jetzt gehen wir dann nachher zum Schmied. Achso, wir haben ja kein Geld mehr. Ich schlau wie Schlumpfer, wir alles ausgeben für das blöde neue Schwert. War ich wieder schlau. Ich hätte doch die Pickaxe oder die Holzaxt verbessern können. So, dann gehen wir hier mal lang. So, den Hopfen. Und hier den Hopfen. Hat er das jetzt genommen? Ich bin mir nicht sicher. Das hat er definitiv nicht genommen. Gluck, gluck, gluck. So, die Katze haben wir, glaube ich, gefüttert. Und was könnten wir dann jetzt tun? Wir könnten ein bisschen sammeln gehen. Gehen wir erstmal hier runter. La, 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 la. Die können wir ja alle noch nicht vernichten. Die sind ja immer noch zu groß und unsere Axt ist immer noch zu schwach. Beziehungsweise Pickaxe. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo gemüsetechnisch was finden. Seht ihr, da haben wir doch schon was. Nice. Schon wieder so ein Haufen, wollte ich gerade sagen, Unkraut. Na gut, ist es ja an sich auch. Ich dachte eigentlich, das haben wir alles hier schon weg, Mark. Ich weiß aber natürlich auch nicht, ob das jede Saison wiederkommt. So. Bei Rasmodus waren wir schon lange nicht mehr. Die Edelwicke brauchen wir noch. Da war was. Die haben wir ja weggetan. Na, Rasmodus. Alte Socke, was geht ab? Es ranken sich viele Mysterien um uns. Du musst geduldig sein, wenn du wünschst, sie alle zu entdecken. Alles klar. Dann gehe ich lieber mal wieder. Na, nicht, dass ich hier irgendwie in seinem Flow im Weg bin und ihn irgendwie dabei störe, irgendwelche Geheimnisse zu entdecken. So. Immer dieses Unkraut. So. Schade, dass man der Sensei hier keinen Namen geben kann. Sowas wie Roundup zum Beispiel. Nein. Voll daneben. Ein Amphibienfossil. Das muss man zu Gunther bringen. Gunther. Der ist immer munter. Und Clay. Oder haben wir nochmal eine Edelwicke? Hüte. Billige Hüte. Naja, viel zur Auswahl hat sie ja noch nicht. So, dann gucken wir mal, ob wir noch mal irgendwas finden. Natürlich. So. Da ist sonst nichts mehr außer Bäume.
La 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 la. Oh Mann. Ah, das ist schrecklich. Achso, wir müssen ja erst bei Gunther so viele Sachen abliefern, bis wir dann hier den Schlüssel kriegen. Es ist verschlossen. Gluck, gluck. So, haben wir hier noch irgendwas an Grünzeug? Nein, leider nicht. Auch keine komischen Würmchen oder so? Nein, auch nicht. Achso, da muss ich, hier muss ich jetzt wieder komplett runterlaufen. Da kann man hier oben irgendwie lang. Wir hätten ja unsere Angel dabei, so wär's ja nicht, gell? Schauen wir mal, vielleicht finden wir ja was, was wir angeln können. Vielleicht finden wir ja tatsächlich was, was wir auch rausbekommen aus dem Wasser. Kaffeecherl. Ja, was ist nun, ne? Beißt der mal was oder? Treffer! Später brauchen wir unbedingt alles, was wir so aus der Fischreuse rauskriegen, brauchen wir auf jeden Fall für Sashimi. Ein Kaulbarsch. Ich hätte aber gerne eine Forelle, der Herr. Ja, Angeln ist so tiefenentspannt. Ja. Treffer! Jetzt habe ich letztens ein Modpack zusammengestellt für 1.15.1, also Minecraft. Ein Gotteslachs. Das Problem ist, ich bekomme unseren Server momentan nicht zu laufen. Also zumindest ist es nicht so, dass man von außen erreichen könnte. Und ja, bis jetzt habe ich es noch nicht gespielt. Ich hoffe, dass auch bald mehr Mods noch rauskommen. Ich hätte jetzt gerne mal wieder so ein richtiges Modpack, das halt jetzt nicht unbedingt auf 1.12 ist, weil das nervt nämlich. Na, wichtig. Was ist denn das für Fisch? Hey! Oh, okay, gut, dann hat sich der Fisch jetzt für mich erledigt. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Schrecklich. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Wir holen jetzt. Die Geoden könnten wir holen. Und dann könnten wir zu Gunther und dem Schmied gehen. Gunther und dem Schmied, nicht und Gunther dem Schmied. So. Ich habe leider was vergessen, wie der Schmied heißt. Da haben wir nochmal einen Gotteslachs. Gotteslachs! Oh Gott, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir zum Schmied kommen. Die Beere lassen wir jetzt. Ich glaube nicht, dass wir es zum Schmied schaffen. Es ist 15 Uhr. Oh, ich bin wieder viel zu spät loslaufen. Mist. Ich würde halt gerne mal diese blöden Geoden aufbrechen lassen. Oh, es ist nervig. Bürgermeister, ich habe deine Shorts noch nicht gefunden. Ich weiß aber, wo sie sind. Ich weiß genau, wo sie sind. Du, ui, hab's noch geschafft. Geode aufbrechen. 25G kostet eine Geode aufbrechen. Ist nicht gerade billig. Einfach, wenn man den Stein rausbekommt. Und Kohle. Oh, Clay. Teurer Clay. Wie, du hast nicht genug Platz in deinem Inventar? Ja, jetzt wird's lustig. Jetzt pass auf mal Obacht. Also pass auf, wir haben jetzt zweimal diesen komischen Fisch. Brauche ich diesen Kaulbarsch? Schauen wir gleich mal ins Aquarium. Da brauchen wir nicht. Tigerforelle, Blaubarsch, Katzenfisch und den Gotteslachs, den brauchen wir. Nachtfischen braucht man auch nicht. Ozeanfische braucht man auch nicht. Da braucht man auch nicht. Das heißt, wir können den essen.
So, und den schmeißen wir weg. Gunther kann dir mehr darüber erzählen. Oh Gott. Eisen. Was kann man noch wegschmeißen? Och, Menno. Oh, für 5 Steine, weißt du. Unser ganzes Geld ausgeben. Okay. Dann gehen wir jetzt mal zu Gunther. So, jetzt haben wir einen Haufen Kappes im Inventar. Hallo Gunther, dem Museum spenden. Bitte, danke. Oh, jetzt bin ich gespannt. Jetzt kriegen wir bestimmt wieder irgendeinen Blödsinn wie diese Trommel oder so. Naja, natürlich. Stehende Geode, Möbel, kann in deinem Haus platziert werden. Und Standfruchtsaat. Einen einzigen Samen, du Geizkragen. So ein Geizkragen, ich glaub's nicht. Lange nicht mehr so einen Geizkragen gesehen. Ein Samen, was ist denn damit? Gab's nicht irgendwie mal einen Samenhersteller? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das halt bei Staxel war oder... Och nö. Also gut, die können wir noch mitnehmen. Und die können wir noch mitnehmen. Und die können wir schon wieder nicht mehr mitnehmen, weil es schon wieder anderes. Aha. Okay, da haben wir Glück. Da haben wir Glück. Oh, guck mal. Ich bin hungrig. Wo ist Mama? Mein Vater hat mir etwas über unsere Feinde erzählt. Das Gotoro-Reich, ein skrupelloses Volk. Was für Feinde? Ich höre zum ersten Mal davon. Och nö, da wäre auch wieder Loot. Hallo. Ich bin für den Klang des Meeres gekommen. Wunderschön, nicht? Yep. Ich mag Meeresrauschen tatsächlich persönlich jetzt auch sehr gerne. Also wirklich, kein Witz, kein Scheiß, ey, voll krass. Ja, nee, ist wirklich so. Meeresrauschen ist so ähnlich beruhigend für mich wie eine tickende Uhr. Für andere ist eine tickende Uhr total wahnsinnig machend. Aber für mich ist es so... Die Ruhe liegt vielleicht daran, weil früher immer, wenn ich Angst gehabt habe und ich hatte Albträume, bin ich immer ins Wohnzimmer gelegen, in unserer Wohnung damals, und habe mich dann immer ins Wohnzimmer gelegt und da war so eine ganz große tickende Uhr, also ganz groß war es jetzt nicht. Es war schon eine kleine Holzuhr, sagen wir so, aber die hatte so ein richtig starkes Ticken. Und das Ticken hat mich eigentlich immer beruhigt dann nach den Albträumen. Deswegen war das für mich immer... Sehr beruhigend, ne? Oh, da hat der Gotteslachs hier. Muss man halt alle 4 Blaubarsch, Tigerforelle, Katzenfisch. Sonst müssen wir jetzt hier. Der Thunfisch brauchen wir noch. Die Fische sind immer so das Letzte, was man, glaube ich, macht. Färbemittel. Oh, da hätten wir jetzt einen haben können. Och, Menno. Ja, ach, Mist. Bündelfeldforschung. Ach, den Raum können wir noch nicht. Da ist, glaube ich, bloß Geld und sowas. Geld und Holz und sowas. Schmied. Abenteurer. Ah, okay. Ja, dann könnten wir das auch mal machen. Stimmt, wir haben ja jetzt noch mehr freigeschaltet beim letzten Mal. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Aber wir haben jetzt noch mehr Blumen. Die sollten wir dann auch mal machen. Die waren die hier oder waren die drüben? Nutzpflanzenqualität. Nein. Oh, Marmelade hätten wir da mitbringen können. Ne, Gelee. Was ist der Unterschied zwischen Gelee und Marmelade in diesem Spiel? Also was es real ist, weiß ich.
Marmelade ist mit der ganzen Frucht und Gelees, nur mit dem Saft. Okay, hier war es nicht. Eieieiei. Und Stunden später. So, dann haben wir jetzt hier, das ist Sammeln Winter. Sammeln Exoten. Na, so weit sind wir noch nicht. Das ist Holz. Sammeln Sommer. Eins. Zwei. Drei. Dille. Eine Belohnung. 30 Sommersaat. Ja, geil. Jetzt läuft der kleine Zwerg da wieder hin. Das ist so süß. Oh, jetzt wird der Safe... Safe. Ja, doch. Der Safe Room wird freigeschalten. So, dann können wir gleich mal gucken, was im Safe Room so alles ist. Sterne haben wir hier noch gar keinen, weil wir haben ja noch nichts abgeschlossen. Das, also Sterne hier im Kamin gibt es praktisch erst, wenn wir hier nacheinander die Dinge abgeschlossen haben. Bündel 2000 G, 25.000 G. Oh. Da muss ich halt echt die Ding kaufen. Dann ist das Geld einfach weg. So teuer. Wird Zeit, dass wir endlich Viecher kriegen. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, dass wir auf die 4000 kriegen oder kommen. Das macht auf jeden Fall keinen Spaß, ne? So, wir haben Donnerstag, den 4. Wie läuft es so mit den bäuerlichen Geschäften? Es ist Tomatenzeit, nicht? Ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich friedlich ist, den ganzen Tag draußen mit Pflanzen zu verbringen. Naja. Es ist zwar friedlich, aber den ganzen Tag nur draußen mit den Pflanzen zu verbringen, ohne irgendwie Ertrag dabei zu bringen, ist schon ein bisschen schwachsinnig, oder nicht? Hallo Robin, du bist immer hier willkommen, auch wenn du nicht einkaufst. Dankeschön. Wie der Pinscher. Was ist denn das für einer, ey? Glaub ich ja wohl selber nicht. Später kann man dann auch in das Haus reingehen, wenn eben tatsächlich niemand, soll ich jetzt sagen, niemand da ist. Was? Inventar voll. Okay, die können wir nur mitnehmen. Ach, das können wir nur... Joko... Was? Joko Eat? Jetzt pass auf. Wir geben jetzt Gunther eine Gewürzbeere. Pass auf, die hier. Die geben wir Gunther. So. Nicht Gunther. Linus. Hallo, Linus. Du hast Linus dir bereits zwei Geschenke diese Woche geschenkt. Alles klar. So, was haben wir dann? 5 Steine. Weg da. Weg da, jetzt komme ich. So, die Weintraube ist leider etwas mehr wert als diese blöden 5 Steine. Und die kriege ich in der Mine ja sowieso wieder zusammen, die 5 Steine. Ah, die Bäume hier wachsen allmählich wieder. Und das ist ja schön, ne? So, dann gucken wir mal. Dann laufen wir mal heim, ne? Und schauen wir mal, was wir so verkaufen. Jetzt bin ich gerade überlegen. Gewürzbeere. Die Gewürzbeeren von hoher Qualität packen wir mal hier rein. Die Weintrappen packe ich mal hier rein. Und den Fisch packe ich mal hier rein. Das packen wir da rein. Da, da, da. Das packen wir dann nur rein. Das verkaufen wir, die Edelwicke verkaufen wir auch. Ah, Gott. Kapp ist wieder weg. So. Zack, 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 zack. Gut. Den Schmarder stellen wir ins Haus, damit wir los haben. So. Kann man auch nichts Großartiges damit machen. Dann haben wir die Sternfruchtsaat und die Sommersaat. Ja, das ist jetzt die Frage. Wir haben nicht mehr genügend. Da haben wir gar nicht genug Platz. Wir machen jetzt mal Folgendes. Und dann können wir eigentlich Eisen können wir brennen. Dann tun wir das auch gleich mal. Achso, ich hab Kohle wieder nicht mitgenommen. So. Da packen wir gleich mal 2 in die Truhe fürs Gemeindehaus. Da haben wir den Gotteslachs können wir... Nein. Den Gotteslachs können wir raustun. Den verkaufen wir. Und dann gehen wir Bubu machen. Die Katze schläft ausnahmsweise mal vor dem Fernseher.
Oh, Fischen Stufe 1, Angeleffektivität. Schauen wir mal, was wir so gefunden haben. Naja, die Welt ist jetzt nett. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann bei Tag 5 im Sommer. Und ich sage bis dahin Ade, Faschi, und danke, dass du dabei warst. Tschüss.